ist belehrt. Oha. Müssen wir mal gerade hier die Schotze nachladen. Runter, sofort! So, jetzt haben wir hier M4 Muni und können dann... Sie bewegen sich! Ja, leider die letzten Überbliebenen, Verbliebenen noch umbringen. Ist echt traurig. Also mit der Shotgun komme ich irgendwie gar nicht zurecht, weil der Kampf ja meistens auf Fernkampf basiert. Aber naja. Da hinten eigentlich auch noch welche oder geht's jetzt nur runter? Guck mal. Hier sind auf jeden Fall Granaten. Wow. Oha, das sind aber sehr viele. Mach mal so. Der hat einen Granatenwerfer da dran. Das heißt, wir müssen hier mal ganz schnell weg. Den sollen die da mal wegholen, ey, der macht ja hier alles kaputt. So, hier haben wir eine AK. Da sitzt auf jeden Fall noch einer. Oder? Da hinten ist noch einer. Okay, scheint nicht mehr da zu sein. Bin unterwegs. Schrotflinte auf dem Feld. Feind bewegt sich. Feind kommt aus der Deckung. Fuck. Wir haben keine Munition mehr. Ja, ich tipp doch die mittlere Maustaste an. Oh. So war es da nicht geplant. Feind bewegt sich. Feind bewegt sich, ja. Das hört man sehr oft, aber was soll man noch erwarten? Wo sind die denn überall? Ja, da ist noch einer. Boah, jetzt haben wir einen Granatenwerfer gefunden. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Einer ohne Deckung, legt ihn um. Und Munition. Ich glaube, wir müssen weiter, sonst kommen da immer mehr und mehr. Fallen lassen. Oha. Der Kopf war weg, ey. So, da hinten haben wir auch noch welche. Ich glaube, ich sollte mal zielen üben, weil... Ich verbrauche immer so viel Muni. Oha. Wow. Das ist Lugo. Roms. Bam. Oh, voll getroffen. Der Arme, ey. Mit dem Granatenwerfer ins Gesicht geschossen. Wo sind die denn? Ich seh die nicht.
Hier schreit immer irgendwer, aber... Rücke aus! Da ist wer. Jetzt nicht mehr. Okay, Adams müssen wir mal heilen. Das ist sehr gut. Boah, also hier spritzt mega viel Blut. Üble Sache. So, wir haben noch ein paar Granaten, aber wir müssen jetzt erstmal weiter runter. Oh, das war ein Kopfschuss vom Allerfeinsten. Das ist doch sehr nett. So, das MG müsste damit ausgeschaltet sein. Ach, wir haben ja auch noch Granaten, ne? Oh, man sieht sogar, wie man die um die Ecke wirft. Das ist ja nice. So, jetzt vielleicht noch da hinten eine hin. Bam! Boah, das war heftig. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Scheiße, ich bin leer. Einer ohne Deckung liegt ihn um! Wir sind! Feuer auf mein Ziel! Granate! Wir sind! Blitzgranate! Hey! Boah! Das war aber mega knapp. Der wollte, hat uns gerade eine runtergehauen. Er kommt ihm gerade noch so... Patsch! Eine geben. Hä? Das war aber eine komische Exekutierung. Naja, Exekution. Exekutierung, auch gut. Warum haben wir hier irgendwo noch eine Waffenkiste, ey? Man schießt sich ja hier mega schnell leer. Ja Mann, ich bin ja schon unterwegs. Aber wie soll ich denn mal eben schnell so ein MG kaputt machen? Ich habe doch kaum Muni. Oh Scheiße, jetzt habe ich wieder so eine arme Frau getötet. Hä? Der ist noch nicht tot? Naja doch. Ja Mann, ich bin doch schon unterwegs. Schreib mich nicht so an. Oha. Oh, ein MG. Stimmt, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Na komm. Da hinten sind ja noch zwei MGs. Boah, hier geht gerade alles in die Luft. WTF. Ach so, die explodieren die Dinger. Nix zu viele. Ja, ich bin noch dabei. Boah. Also hier ist ja ein Effektfeuerwerk vom Allerfeinsten. Wow, das war mal heftig. War das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten?
Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen sie jetzt? Sie wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Ja, liebe Freunde, Spec Ops The Line, das war die erste Aufnahme und ich weiß nicht, wie viele Kapitel wir jetzt schon gespielt haben. Auf jeden Fall macht das Spiel riesen Laune und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Aufnahme wieder. Ich verabschiede mich dann fürs Erste. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Jason Daniels, CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Daniels? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Logo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben.